willkommen. Fantastisch seht ihr aus. Dankeschön. Danke. Ja. Seid ihr alle gleich groß oder habt ihr das mit den High Heels gemacht? Nee, wir sind nicht alle gleich groß. Du bist wie groß? 1,80. Ich bin 1,78. 78. 1,78. Ich habe gehört, dass die Frauen im Jahre 2080 im Schnitt 1,85 Meter groß sein sollen. Ja, ist nicht mehr. Sie werden das noch miterleben. Das heißt, die Frauen sind 1 Meter, die Männer sind dann im Schnitt schon 3,12 Meter. Hab ich gehört. Ja. Wir reden gleich ein bisschen darüber. Am Donnerstag das Finale, seid ihr schon aufgeregt hier in Köln in der Arena? Ja, klar. Ein bisschen aufgeregt sind wir auf jeden Fall. Und ich glaube, Donnerstag sowieso. Ja. Also, wir reden gleich ein bisschen darüber. Vielleicht habt ihr schon ein bisschen Vorahnung. Ihr wisst ja so die Vorlieben der Juroren vielleicht so ein bisschen. Aber das heißt nichts. Gekämpft wird bis zum Schluss, richtig? Genau. Wir machen ein kleines bisschen Werbung und dann sind wir gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran. Finalistin von Germany's Next Topmodel, Julina, Ivana und Stefanie. Genau. So ist richtig, oder? Ja. Müssen wir mal gerade nachgucken hier. Eine, wer ist denn die Älteste? Du bist die Älteste. Mhm. Sieht man. Ja, es ist ein Jahr Unterschied, aber die ganze Reife, das spürt man einfach. Ihr seid alle noch Schülerinnen, oder? Ja, genau. Ja. Musstet ihr jetzt für die Zeit, die ihr unterwegs wart, musstet ihr davon schon euch von der Schulpflicht befreien lassen? Ja, klar. Also wir wurden alle, glaube ich, von der Schule befreit. Mhm. Und einige mussten, glaube ich, ganz aufhören oder nur befreit wurden. Das heißt, wenn es jetzt vorbei ist, macht ihr weiter? Mhm. Haben alle gesagt. das heißt, ihr habt jetzt viel verpasst. Seit wann wart ihr jetzt nicht mehr in der Schule? Warst du nicht mehr in der Schule? Seit letztes Jahr Oktober. Oktober, ne? Ja. Oktober. Ah, okay. Und man nimmt auch nichts mit, man holt irgendwie was nach? Nein, das funktioniert nicht. Wir sind ja jeden Tag unterwegs. Aber ich wiederhole einfach die 11. Klasse. Weil die Abitur relevant ist, muss ich die wiederholen. Du willst schon noch Abitur machen, ja. Dann? Noch jemand? Ja, also ich bin auch jetzt in der Zeit zur Schule gegangen noch, also bis Sonntag, bis Freitag halt. Ja. Und ich möchte mir auf jeden Fall mein Abitur noch zu Ende machen. Egal, auch wenn du gewinnen solltest? Ja, also wenn es irgendwie klappen sollte, wenn ich gewinnen sollte, noch zur Schule zu gehen, dann möchte ich auf jeden Fall noch mein Abi zu Ende machen. Das wird ja nicht einfach, ne? Stell dir mal vor, wenn einer von euch gewinnt, ist Germany's Next Top Model und dann musst du zurück auf den Schulhof. Und dann stehen die anderen da und sind voll sauer. Germany's Next Topmodel, ey. Ja. Spielt man da ein bisschen Neid so bei manchen? Gibt's das? Oder? Also unter euch, ihr habt euch wahrscheinlich alle total lieb, oder? Ja. Zickenkrieg gab's diesmal kaum. Kaum. Nö, kaum. Sagen wir kaum. 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 Unter euch ist alles okay? Ja. Ja, ja? Okay. Wer war scheiße? Naja, scheiße war niemand. Ne? Ja, scheiße war natürlich. Ist ja klar. Habt ihr schon so ein bisschen Gefühl, wer die Nase vorne haben könnte oder so? Kriegt man das so ein bisschen mit? Oder ist das im Fernsehen, was man sieht, die verzerrte Darstellung? Es passiert ja viel mehr als das, was im Fernsehen gezeigt wird. Genau. Ja? Da glaubt man dann immer feststellen zu können, die Heidi mag die vielleicht ein bisschen mehr oder der Wolfgang mag die vielleicht ein bisschen mehr. Habt ihr selber irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass man da was rauslesen kann? Nö, gar nicht. Also irgendwie sind die zu jedem gleich und ich habe jetzt gar nicht so das Gefühl, wer die Nase vorn haben könnte. Ja. Ich finde, die sind immer eigentlich alle drei sehr objektiv, auch wenn Wolfgang vielleicht seine Natalie hatte, die er echt toll fand, ist er trotzdem objektiv geblieben. Ja. Ist Wolfgang überhaupt ein netter Typ? Oh, der ist toll. Wolfgang, ja. Ich finde ihn auch sehr amüsant. Der ist sehr amüsant, der sagt sehr kluge Sätze und ist gerade raus. Am besten hat mir die Szene gefallen, ich weiß nicht, war das vielleicht sogar eine von euch, wo er daneben stand am Anfang, ziemlich am Anfang war das, wo eine von den Mädchen da auf die Bühne kam und der ging dann so rum und sagte, das war ist alles okay, aber der Kopf ist zu groß. Das war das, ja. Hat er sich das mittlerweile anders überlegt? Lass mal sehen, ist der Kopf wirklich das ist so zu groß? Ich finde, der passt ganz gut so. Der Wolfgang Juck ihm so rum und sagt, was stimmt denn nicht? Der Kopf ist einfach zu groß. Gegen den Kopf kann man ja nichts machen. Am Kopf kann man ja nicht abnehmen. Das ist ja das Schlimme. Ich habe gesehen, also bis auf Harald Glöckler natürlich. Aber
Ja, und mittlerweile hat er seinen Blick nochmal geändert. Er hat mir danach erklärt, dass er denkt, dass das für ihn so gewirkt hat, weil ich natürlich am Anfang auch immer, ich hab ja immer so ein müdes Gesicht und einen müden Blick, und er hat gesagt, dadurch, dass ich so wenig gelacht habe, hat das immer so ein bisschen länger gewirkt. Und nachdem das dann ausgestrahlt wurde, habe ich dann tatsächlich im Internet Tests gefunden. Es hieß dann, der ultimative Test: ist mein Kopf zu groß? Das nützt ja nichts. Am Kopf kann man ja nichts machen. Eben. Oder gibt es ja mittlerweile auch Kopfchirurgen, die den Kopf kleiner machen können? Das weiß ich nicht. Einfach die Hälfte Hirn raus und wieder zu. Ja. Würdet ihr eigentlich, ich meine, jetzt habt ihr es ja noch nicht nötig, ne? Also euch operativ verändern zu lassen. Ist das was, wo ihr sagt, hier, das gefällt mir an mir nicht, da würde ich mir jetzt mal ärztlichen, chirurgischen Beistand holen? Nee, also bei mir kommt das gar nicht in Frage. Also ich möchte gar keine Schönheits-OPs machen oder so. Ich bin zufrieden. Ja? Ich glaube auch, wir sind in so einem Alter, da haben wir das noch gar ja, nicht. Ja, in dem Alter habt ihr das Problem nicht. Wenn es aber dann soweit ist, dass die Schwerkraft ihre ersten Anzeichen zeigt, müsste man dann, oder sagt ihr, nee, in Würde altern. Lieber alt und schlabberig und mit Haltung, als nachher nicht mehr nur noch so lachen zu können. Ja, macht man sich da Gedanken drüber, oder? In der Schönheitsindustrie ist das doch so. Das ist doch hart, das Geschäft. Kommt nachher einer und sagt, ja, hier irgendwie für die nächste Aktion müsst ihr mal die Schulter, die Arme ein bisschen länger machen lassen. Oder sowas. Ach ja. Wir schauen uns mal hier einen kleinen Ausschnitt an. Das war Ivana, ne? Ivana, das ist von dir hier, der Satz. Ja. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal erlebt, ne? Dass Ex-Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin beim Dschungelcamp waren. Für euch im Bereich des Möglichen? Also für mich definitiv nicht. Da nee. Würde ich niemals hingehen. Nee, ich auch nicht. Auch nicht für? Auch nicht für Geld, nein. 100.000 Euro? Nee, würde ich nicht machen. Nein. Okay. Nein. Okay, und du? Nee, ich auch nicht. Nein, gar alles Fall. Klar, okay. Das haben wir ja jetzt im Bild, halten wir fest. Wenn es nächstes Jahr so weit ist. Nein, ist egal, was passiert. Wie lange hat es bei Sarah Knappig gedauert? Beim letzten Mal, wer war das denn noch? Dingens, schon wieder vergessen. Larissa. Die war doch erst letztes Jahr bei Germany's Next Topmodel, oder? Nee, die war in der vierten, dritten, fünften Staffel. Ah, okay, da bin ich kein Experte. Was müsst ihr am Donnerstag alles machen? Am Donnerstagabend ist die große Show. Ihr müsst irgendwelche Action-Sachen noch machen, oder ist es im Wesentlichen Kleider vorführen? Naja, das Motto ist dieses Jahr Show Yourself, also machen wir viel von uns selbst. Okay. Wir denken uns auch viel selbst aus. Okay. Also es wird mal was anderes. Aber es ist jetzt auch nicht so Fashion, es ist immer noch eine Show. Okay. Ich wünsche euch alles Gute. Schöne Grüße an Heidi und Wolfgang und wer war das noch? Wer war der Dritte noch? Thomas Hayo. Thomas, natürlich, Thomas Hayo. Also ist das nicht hier, aufgeregt, come on, genau, das war Thomas. Am Donnerstagabend, 20.15 Uhr, hier live bei ProSieben. Alles Gute und die Gewinnerin kommt bitte vorbei. Die anderen gehen wieder schön in die Schule. Alles klar? Ja. Abgemacht? Sehr gut. Ja, dann war's das für heute. Morgen bei uns der Logo-Kinder-Reporter Luis ist bei uns zu Gast. Und der Koch der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird morgen bei uns zu Gast sein. Jetzt kommt Two and a Half Men. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis morgen. Tschüss. Vielen Dank. Ivana!